Simone Flatz von PRIM. Was ist PRIM eigentlich genau? PRIM ist die Plattform reformpädagogischer Initiativen und mehr. Wir haben uns vor 5 Jahren gefunden ungefähr und wir sind verschiedene Elterninitiativen aus einzelnen Gemeinden Vorarlbergs, die sich zusammengeschlossen haben, um im Bildungsbereich jene Veränderungen zu unterstützen, die dringend anstehen. Die heutige Demonstration trägt ja den Namen Baustelle Bildung. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Baustellen? Also für mich ist die wichtigste Baustelle die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung, nämlich die Information darüber, auf welchem wissenschaftlichen Stand Bildungspolitik im Augenblick ist. Zum Beispiel die Abschaffung der Noten wäre schon längst notwendig, wobei das nicht das Einzige ist, da gehört noch viel drumherum dazu. Und das braucht einfach den Konsens einer breiten Öffentlichkeit. Bildung ist ja in Österreich vor allem Bundeskompetenz. Was versprechen Sie sich also von dieser Demonstration? Wir glauben, dass die Veränderung von oben recht lange Zeit benötigt. Darum sind wir der Überzeugung, dass es schneller geht, wenn sich von unten, also aus der Bevölkerung, die Veränderungen, wenn sie dort beginnen, die Veränderungen. Also ich denke, es ist sehr viel möglich, wenn sich Eltern zusammentun, wenn sich Eltern mit Schulen zusammentun, wenn sich Eltern mit Lehrern zusammentun und versuchen, den bestmöglichen Weg zu finden, wie sie ihre Kinder und Jugendlichen gut begleiten.